In diesem Video erkläre ich euch kurz mal die Modulationsmatrix von Mikrobrut, denn ich kann hier einfach verschiedenen Modulationsquellen, verschiedene Modulationsziele zuweisen, indem ich hier einfach ein Kabel reinstecke und irgendwo anders reinstecke und hoffe, dass das nachher gut klingt. Und im Wesentlichen habe ich hier zwei Modulationsquellen, einmal die Hüllkurve und den LFO. Die sind hier links angeordnet unter CV Out, einmal die Envelope und hier den LFO. CV Out meint einfach nur, dass das der Control Voltage Ausgang in den Control Voltage Eingang von meinetwegen der vom Pitch, Filter, Pulsweitenmodulation, hier den Sub-Oszillator, Sägezahn-Oszillator und den Dreieck-Oszillator, dass die Modulationsquellen darauf Einfluss nehmen. Standardgemäß wirkt der LFO auf die Tonhöhe. Das ist hier mit so einer gestrichelten Linie markiert. Zeige ich euch kurz. Gleiches gilt für die Envelope, dass die den Metalizer beeinflusst. Naja, auf jeden Fall kann ich die Verbindung kappen und einfach mal in den Filter reinstecken. Oder auf die Pulsweitenmodulation wirken lassen. Oder auf den Sub-Oszillator. Oder den Sägezahn-Oszillator. Da hört man jetzt nicht so drastische Änderungen. Und nochmal auf den Metalizer wirken, da geht es schon eher in die krasse Richtung. Also da macht der Metalizer seinem Namen wirklich alle Ehre. Naja, und dann habe ich hier noch die Hüllkurve, die ich meinetwegen auf die Tonhöhe jage. Gehe ich ein paar Oktaven runter. Gleiches mal für den Filter. Auf jeden Fall hat man mit dieser Patch-Sektion eine Menge Spaß und das Ganze fühlt sich auch sehr robust an und ich denke, dass ich hier noch eine Weile die beiden Kabel, die mitgeliefert werden, hier rein und rausstecken kann, ohne dass irgendwas passiert. Und generell die Modulationsmatrix, die erweitert den Umfang von Mikrobrut echt nochmal enorm.